sonst wird das schwierig. Habt ihr, die ihr Skyrim schon gespielt habt, ausführlicher, habt ihr Lieblingsstädte? Um da mal sozusagen einen positiven Twist reinzubringen. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ja, finde ich gut. Dir ist aber schon bewusst, dass du deine Armschienen nicht trägst, ne? Just saying. Was ist jetzt unser Problem mit der Ziege, Lydia? Okay, gut. Ich weiß Bescheid. Das Schintermachter Mortal. Das ewige Rauf und Runter, da braucht es eine Weile, sich zurechtzufinden. Ich verstehe. So. Das ist übrigens ein Symbol auf der Karte da hinten. Das kenne ich noch nicht. Das sagt mir spontan nichts. Da bin ich sehr gespannt. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Scheiße. Okay, zwei Schläge sind schon ganz schön übel. Ja, ich mache ein Savegame, das näher dran ist. Ich hab's ja verstanden. So. Und ja, das Symbol auf der Minimap scheint da die Siedlung zu, also auf der oben auf dem Kompass scheint da die Siedlung zu sein. Aber das ist zumindest ein Symbol, das ich spontan nicht zuordnen kann. Wir werden also sehen, was da dann Besonderes ist. Erstmal müssen wir aber irgendwie durch den Riesen durch. Lydia, magst du dich beteiligen? Von da hinten scheint jetzt zumindest sich der eine Söldner irgendwie. Oh! Du warst nicht eingeladen. Ach, und damit war auch Lydia beschäftigt. Ich verstehe das Problem. Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein.
Da stirbt die Spinne weg, während ich unterwegs bin. Dann lande ich wieder vor dem dusseligen Riesen. Gerade könnte ich so ein bisschen, ne, so ein bisschen könnte ich in die Tischkante beißen. Nicht, weil es mich irgendwie aufregt, dass das Spiel so ist, wie es ist, sondern einfach nur, weil ich mich so dusselig anstelle. Das ist ohne Schwierigkeiten machbar. Ich müsste nur mal irgendwie das bisschen Mechanik, das ich habe, mal benutzen. Also, sowohl an Hirn als auch an Skill. So, Safe Game. Und jetzt beteiligen wir uns da. Ja, das tut mir leid mit der Riesenspinne, Retri. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Da ist Lydia. Gut. Amethyst, Gold, Mammutstoßzahn, Riesenzeh. Elfenstreitaxt. Da müssen wir uns drüber unterhalten. Hier ist irgendein Ork. Warum rennen wir da rein, Lydia? Vergebt Ugo ihre harten Worte. Sie führt nur ihre Befehle aus. Was ist hier los? Unser Stamm leidet und wir brauchen Hilfe. Ein Orklager. Ja, Mars, unser Häuptling, war einst ein starker und stolzer Krieger. Jetzt ist er geschwächt, verflucht. Er ist schwach und so wird auch unser Stamm schwach. Die Riesen spüren das und dringen unser Gebiet ein. Jetzt greifen sie sogar unser Zuhause an. Ja, Mars lehnt jede Hilfe ab, aber ich spüre, dass ihr unsere Rettung sein könntet. Aha. Was kann ich tun? Mars hat befohlen, dass wir innerhalb der Mauern bleiben. Wir dürfen nicht nach draußen. Ich muss Malakat um Hilfe bitten. Dieser Fluch muss gebannt werden. Ja, leg los. Aber ich kann nicht zum Schrein von Malakat reisen. Das Ritual muss also hier durchgeführt werden. Aber ich habe das nötige Material dafür nicht. Aha. Ich flehe euch an. Könntet ihr mir Trollfett und ein Dedra-Herz bringen? Ich verlasse mich nur ungern auf Fremde, aber ich habe keine Wahl. Kann ich schon machen. Wo finde ich denn ein Dedra-Herz? Natürlich in einem Dedra. Ja, danke. Wo kriege ich die her? Ihr kennt Malakat nicht? Er ist der Bewahrer der Schwüre, der Herr der Flüche. Er ist schnell verärgert und vergibt nur langsam. Wer Malakat erzürnt, den wird großes Leid ereilen. Er verlangt von seinen Orks Treue und Stärke. Wir haben versucht, ihn zufriedenzustellen, aber jetzt ist er wütend auf uns. Und deshalb leiden wir. Beeilt euch bitte. Wir zählen auf euch. Okay. Doofe Frage, doofe Antwort. Ja, ja. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also, könnt auch einfach die komplette orkische Rüstung klauen und ganz schnell weglaufen. Häuptling am Arsch. Flüche sind noch nicht genug. Muss ich jetzt auch noch euch ertragen? Was gibt es? Möchte nur helfen. Oh, aber natürlich. Malakat würde sich unserer erbarmen. Nur weil uns ein nutzloser Fremdling unter die Arme greifen will.
Wie lange läuft es schon? Wochen. Oder noch länger. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe so lange nicht mehr geschlafen. Verdammter Außenseiter. Ja, Entschuldigung. Aber ich habe verstanden, du möchtest nicht so gerne. Ja gut, wir befragen jetzt hier aber nicht alle. Gut. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Ich habe das Gefühl, so langsam bin ich irgendwie das Amazon von Himmelsrand. Ich werde hier bleiben und warten, bis ihr mir bringt, was ich brauche. Ich brauche das und das und ich brauche das und das. Und kannst du mir auch noch das und das mitbringen? Und bitte per Expresslieferung. Da vorne kommt das gleich. Könntest du bitte statt mir die Lydia fressen? War so klar, in dem Moment, ne, in dem ich meine Mana-Tränke verkaufe, brauche ich sie. Endlich. Ein dusseliger Höhlenbär ist dusselig. So. Das Lexikon muss wieder zurück in die Zwergenfeste. So, so. Sieht mal da drüben. Eine Zwergenruine. Danke. By Jove. What a delightful load of bits. Und dir auch. Danke für 100 Corgi-Bits für Jensi und Kaffee für alle, die ihn mögen. Dankeschön, Retri. Also die Zwergenruine, ne, die habe ich auch gesehen. Liebe Lydia. Aber ist okay. So. Timing war natürlich geplant. Natürlich. Retri plant doch alles. Der Tivi möchte unnützes Wissen haben. Dann gibt's unnützes Wissen. Achtung, Achtung, Achtung. Die gewöhnliche Hausfliege ist Überträger von bis zu 30 Krankheiten, darunter Ruhr, Typhus und Tuberkulose. Also passt gut auf und leckt nicht an euren Hausfliegen. Das Lexikon und gehen wieder.
Immer ruhig bleiben. Wenn ihr beiden das nicht hinbekommt, können wir auch andere anheuern. Genug. Ihre Dienste werden mehr als ausreichend sein. Lasst uns. Gretri möchte auch gleich nochmal. Ich weiß ja nicht, was wir da gefunden haben, aber es sieht ein bisschen nach Verschwörung aus. Schnell noch eins, um das vorherige zu löschen. Wenn es besser wird, mal gucken. Unnützes Wissen. Wenn sich ein Fleckenskunk bedroht fühlt, richtet er seinen Schwanz steil auf und macht einen Handstand. Dieses einzigartige Verhalten schlägt den Feind meist in die Flucht. Ein Fleckenskunk. Wie der Fleck, nur mehrere Flecken und dann ein Skunk. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ihr dieses Verhalten bitte nicht kopiert. Wenn ihr euch bedroht fühlt, macht ihr bitte keinen Handstand und richtet euren Schwanz steil auf, ne? Nur, dass wir uns da verstehen. Und Bantul wollte auch gleich noch. Unnützes Wissen. Mauersegler können bis zu 3 Jahre ununterbrochen in der Luft bleiben. Das wusste ich tatsächlich, also nicht die exakte Zahl, aber dass sie sehr, sehr viel Zeit in der Luft verbringen. Aber ja. Miss Shinta auch nochmal. Unnützes Wissen. Der älteste Baum der Welt ist eine Grannenkiefer. Sie ist, wow, 4700 Jahre alt. Mantul, unnützes Wissen. Katzen benötigen lediglich ein Sechstel der Lichtmenge, die wir Menschen brauchen, um noch gut zu sehen. Bei völliger Dunkelheit sehen aber auch sie, trotz der leuchtenden Augen, nichts. Also klassische Restlichtverstärkung, ne? Wenig Licht ist okay, kein Licht ist blöd. Wisst ihr Bescheid? Haben wir so viel tolle neue Sachen gelernt. Wobei ich ja sagen muss. Nichts schlägt die kämpfenden Hummer. Ich habe übrigens das Gefühl, wir haben hier nicht was gesehen, was jetzt gerade stattfindet, ne? Weil die hier auch alle verschwunden sind. Ich habe das Gefühl, das Lexikon in unserer Tasche zeigt uns Dinge. Au! Der kämpft tatsächlich mit dem Dolch. Kann das sein, dass ich ihr aus Versehen die Waffe weggenommen habe? Bin immer noch da. Lydia, lass mich mal in dein Inventar gucken. Ich habe ihr die Waffe weggenommen. Ich bin doch dumm. Dumm bin ich. Pass mal auf. Du kriegst meinen Zwergenkriegshammer. Und ich kämpfe mit Axt und Schild.
So. Können wir eine Kickstarter-Kampagne starten, dass Lydia auch Zwergenhelm, Handschuhe und Stiefel bekommt? In der Tat. Avanchensel ist ebenso Bibliothek wie Stadt. Erbaut als Aufbewahrungsort für die schier unendlichen Erinnerungen der Dwemer. Hatte sie mal. Die anderen Teile sind besser. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, die Stahlrüstung ist besser, Retri. Nur ein bisschen, aber trotzdem. Ja, ich laufe aktiv nicht den Figuren hinterher. Okay, die können wir nicht in die Seelenfalle tun. Nee, nein! Der Loot! Der gute Loot! Die Schnellheilung war total nett, die anzuschaffen, aber ich habe das Gefühl, ich benutze sie de facto nicht. Garbage Explanation. Okay, okay. Wir sind bei 9,37. Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Aber ja. Kickstarter-Kampagnen. Warum hat man diese nach einem Prozess benannt, der weit freundlicher ist als gemein... als das gemein verbundene, du bist gefeuert. Ich vermute, du redest davon, dass es ein Synonym sein soll für du bist gefeuert. Ne? Und das kann ich dir folgendermaßen erklären. Ne? Die Schwierigkeit dabei, hier die Verbindung herzustellen, ist, dass du du musst hier psychologisch denken. Na? Du darfst, du kannst natürlich jetzt den Leuten sagen, na, du bist gefeuert oder wir lösen den Vertrag auf oder wir müssen sie leider kündigen und all diese Dinge. Aber wir kommen nicht drum rum. Es sind alles negative Formulierungen, ne? Mit entsprechenden Auswirkungen auf das Mindset, mit entsprechenden Schwierigkeiten für den Mitarbeitenden oder den ehemaligen Mitarbeitenden, je nachdem, ne? Und auch mit entsprechenden Herausforderungen für das Personal, das die Nachricht überbringen muss. Und in einer modernen Firmenkultur ist das aber eine Situation, die du gerne vermeiden möchtest. Ne? Du willst so eine wholesome Community in deiner Firma, alle sind nett zueinander und du willst die so möglichst diese ganzen
Härten da so ein bisschen rausnehmen, weil sich dann alle viel besser fühlen, weil da gibt's mehr Positivity und mehr Team Spirit und überhaupt mehr Drive, ne? Und das möchtest du nach Möglichkeit nicht so kaputt machen. Und deswegen geht man gerade in der modernen Startup-Kultur dazu über, eben nicht mehr zu sagen, ey, sorry, aber du bist raus. Ne, weil das so klingt nach, es geht was zu Ende und dann ist es was Schlechtes und ja, das ist einfach eine Stimmung, in der man es, mit der will man auch nicht auseinandergehen, ne, weil man trifft sich ja im Leben immer zweimal und man will irgendwie so cool miteinander sein und deswegen ist man dazu übergegangen zu sagen so, ey, passen Sie mal auf, Herr Schmidt, wir müssen Ihre Kampagne kickstarten. Ne? Wir müssen Ihre Karriere kickstarten. Ne? Wir geben Ihnen die Opportunity für einen Reboot, für einen Reset, für nochmal einen neuen Ansatz, für einen richtigen Jump auf eine völlig neue Ebene. Und deswegen geben wir Sie aus Ihrem Arbeitsvertrag frei, damit Sie die Chance haben, ganz hoch hinauszukommen. Und das führt dann dazu, dass der Mitarbeitende vielmehr das Positive sieht, die Möglichkeiten sieht, die Opportunities sieht, einfach das Development, das er vor sich hat. Und da kann er dann viel, viel besser, ne, mit so einem Let's Do It Spirit an die Challenge rangehen. Und ja, das ist, was man will. Und deswegen spricht man von Kickstarten und nicht mehr von Kündigen oder von Feuern. Dankeschön. Bitteschön. Es liegt da irgendein Teil. Okay. Jensi spricht gerade über jede zweite WoW-Gilde. Das kann durchaus sein. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit WoW-Gilden. Ich war immer so in 5-Mann-Gilden, so von wegen wir und ich und meine Kumpels. So leicht eskaliert die Erklärung. Die ist doch gar nicht so eskaliert. Das geht viel schlimmer. Aber freut mich, dass ihr Spaß dran habt. Das Teil, das du gerade aufheben wolltest, war ein Standbein der Bank. Ah! Das habe ich nicht gerafft. Offensichtlich, ne? Gut zu wissen. Danke. Erstmal sicher gehen, dass wir nichts zum Rücken haben. Nichts. Kann man nur hoffen, dass ich das kein Personal dazu hört. Die holen sich hier Tipps ab. Was soll ich dazu sagen? Ich arbeite in einem Startup. Ich weiß, wie das läuft. Und ich kenne die Kultur ein bisschen. Deswegen, Retri, es ist nicht so überraschend, dass das Business-Denglisch erstaunlich gut war. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir da oben doch durch. Oder können wir hier noch? Nee.